Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Loot Chest. In diesem Fall ist das August. Und ein paar Tage zu spät gemacht jetzt, aber alles noch im Rahmen. dementsprechend öffnen wir heute die Loot Chest. Und ich kann schon mal sagen, es ist, ob ich einen Greenstring anhätte, aber habe ich nicht. Ich habe keinen Filter. Das um die Kamera weiß ich nicht. Ziemlich leicht. Deshalb mal schauen, was drin ist. Ich habe es noch nicht geöffnet. Klar. Ich lasse mich ja immer selbst überraschen. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze gleich mal an. So, diesmal ist auch das T-Shirt oben. Nicht so wie beim letzten Mal. Also es ist ziemlich leicht tatsächlich. Und mal gucken, was da so drin ist. Auf jeden Fall erstmal T-Shirt, wie immer. Das ist ja schon normal. So, wo haben wir denn den Anfang und das Ende? Na, wir kennen den denn nicht. Brauche ich nicht viel zu erklären dazu, ne? Glaube ich jedenfalls nicht. Was sieht da so ähnlich? Gucken wir gleich mal. Ich, ob meine Vermutung stimmt. Das gucken wir zum Schluss mal. Im Heft. Ja, das nennt man Cliffhanger. So. Dann packe ich das mal wieder ein. Weil sonst ist das gleich wieder alles voller Katzenhaare. So. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Kirby. 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 Sieht man jetzt nicht so, doch jetzt ist die Farbe, die auch in der Schrift ist, bloß ein Stück heller. Ich packe das einmal aus tatsächlich. Da gibt es mehrere Sorten von, also mehrere Versionen. Und wir haben die zweite von oben Version. Zweite von oben. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, links oder rechts gesehen. Okay, aber hier einmal. Das kann ich da hinten gut hin noch mit hin machen. Öfter mal auch mal umgestalten, vielleicht dann auch. Im Livestream auf Twitch sieht man diesen Teil hier, wenn mein Bildschirm, also wenn ich spiele, also wenn ich nicht im Just Chatting bin, sieht man diesen Teil nicht und das nicht. Aber das sieht man immer ganz gut, besonders ihn hier. Die Nase gehen. So. Dann haben wir. Ach du meine Güte. Weiß ich warum. So leicht ist. Die Ware ist vakuumiert und erreicht erst nach dem Entfernen der Folie ihr volles Volumen. Games of Thrones Soft Wollboa-Kissen. 100% Polyester. Also das ist ein Kissen. 30 x 50 cm. Das seht ihr ja schon.
Games of Thrones habe ich gesagt, ne? Game of Thrones, ja. Das sieht man ja auch schon so ein bisschen, ne? Drache. So ein Drache. Nee, sorry, mein Fehler. Das sah im Bildschirm so aus. Das ist ein, ist ein Geweih-Elch, ne? Dann Löwe. Dingslöwe. Ich habe Games of Thrones nie geguckt. Ich habe, glaube ich, die, keine Ahnung, ersten zwei, drei Folgen oder sowas geguckt. Und irgendwie war das nicht so mein Dings, mein Ding. Ich glaube, so rum ist das richtig. Muss man noch dran gewöhnen, dass die Kamera da ist. Und zwar so mal früher immer auf über meinem Bildschirm. Aber da passt die Kamera nicht hin. So. Ja, ein Kissen, toll. Könnte vielleicht ein kleiner Ersatz werden für mein Sofa hier tatsächlich. Für Rücken und so. Also so hinten. Ne? Ich habe hier so einen kleinen Kissen, auch aus der Loot Chest, Walking Dead. Habe ich so ein bisschen als Unterstützung. Aber manchmal auch so klein, finde ich. Und das wäre gar nicht mehr so schlecht, tatsächlich. So, dann kommen wir als nächstes zu Star Wars. No, I'm your father. Dark Vader. Hä? Ist das eigentlich nicht anders? ein Puzzle, was aber auch schon interessanterweise schon, aber ist nicht geklebt tatsächlich. Wenn ich das aus der Folie rausholen würde, würde das auseinandergehen. Ist ein Puzzle, aber schon gepuzzelt. Warum schickt man ein Puzzle, was nicht gepuzzelt, was schon gepuzzelt ist? Disney. Das frage ich mich. Ein Puzzle, was schon gepuzzelt ist. Ja. Yeah. Ein Puzzle, was schon gepuzzelt ist, genau. So, dann, was haben wir hier noch? Ein Mauspad, wenn ich das hier richtig sehe. Selten was für einen Computer dabei. Diesmal ein Mauspad. Marvel. Hinten ist das nur schwarz, ganz normal, wie das gehört. Gucke ich mal, welche Ding. Ich brauche kein Mauspad direkt, weil ich hier auf meinen Dings hier schon festgeklebten Mauspad habe. 100% Polyester. Denn das ist, glaube ich, dann ein bisschen rifflig dann, oder? Ja, nee, das ist tatsächlich so wie meins hier. Okay, müsste das dann sein. Ja. Dann haben wir Postkarte. Witcher. Ich glaube, das war auch das. Ne, war nicht das letzte T-Shirt. Das war vom Heft. Im Heft ist es ja immer das letzte T-Shirt. Witcher Postkarte. Ich bin ehrlich, die Postkarten nehme ich mir tatsächlich nicht auf. Dann gibt es noch eine bisschen Werbung, so wie es aussieht. Loot Quest. The Walking RPG. Für Mobile ist das. Ein bisschen Werbung. Hinten ist ein Scan-Me-Ding drauf. Code. Ist Close Beta Einladung. So, ja, August 2023. Es ist alles draußen. Wir haben alles durch. Und
Jetzt kommen wir einmal zum T-Shirt, ob ich richtig lag. Genau, John Wick. Mit diesem epischen T-Shirt und verbreitet Action-Vibes. Genau, John Wick. Glaube, ja, ich glaube, ja doch. So hatte ich das im Gedanken gehabt, ich ungefähr. Genau, Dekokissen. Ist eigentlich nur ein Dekokissen, aber das heißt nur Dekokissen, weil das halt nach Deko aussieht. Also man kann es auch dann ein bisschen Rückenunterstützung und so nur so verpacken. Stress von Super Smash Bros. Dann ist jetzt Stressabbau mit Kirby angesagt. Warte mal, Stressabbau? Das kommt mir bekannt vor. Ist das etwa so ein Knetding dann? Habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Aber das ist, ja, wie soll man sagen? Es ist nicht so wie wenn man. Ich habe hier tatsächlich so einen Stressball, was gerade voller Katzenhaare ist. Was ich schon lange nicht mehr genutzt habe. Da sieht man auch übrigens am Stressball gleich mal, dass Selina dran war öfter. Musste auch Stress abbauen. Also so kann man nicht vergleichen. Kann gar nicht vergleichen. Das ist nicht so ein Stressings, weil das ist halt. Gucken, ob man das so sieht. Na, das sieht man. Ich glaube, so kann man es sogar besser sehen. Na, also es ist nicht so ein Stressding, was man eigentlich. Kann man niemanden vorstellen, den man dann vielleicht das genauso machen würde bei jemanden, aber sonst nicht unbedingt. So, dann haben wir, glaube ich, was ist denn in der, ich habe ja immer die Plus-Version, was ist denn die Plus? Ach, das Mauspad. Ist in Plus mit drin, oder? Okay. Marktwert 9,95 €. Genau, Postkarte Witcher und Mini-Passe Star Wars. Marktwert übrigens 4,95 €. Was wäre das für ein Marktwert, wenn das nicht gepostet wäre? Also wenn das nicht schon zusammengepostet wäre. 2,95 €, weil man hat ja noch Arbeit wahrscheinlich. 2 €. Egal. So. Ja, das ist wie immer Poster vom letzten T-Shirt. Genau. So. Dann ist es auch schon leer. Und somit war es das auch für heute. Fast 14 Minuten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es so leicht war. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Loot Chest. Und schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Twitter gerne auch mal rein. Und YouTube sowieso, also hier. Wenn es euch gefallen hat, liked gerne, kommentiert gerne, was ihr so alles, wie es euch gefallen hat, die Loot Chest, wenn ihr abonniert habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei der Loot Chest. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend, Tag, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr das anguckt habt. Bis dahin, tschüss.